Leute, momentan habe ich echt sehr, sehr trockene Haut und vielleicht geht es euch genauso wie mir. Deshalb habe ich mir überlegt, machen wir heute doch ein schönes Körperpeeling aus natürlichen Produkten wie zum Beispiel Granatapfel, dann auch noch mit Salz und zum Schluss nehmt ihr entweder Kokosnussöl oder Olivenöl. Das ist natürlich euch überlassen. Olivenöl sorgt nochmal dafür, dass die Haut schön geschmeidig wirkt und dass sie einen bestimmten Glanz bekommt. Das werden wir jetzt miteinander vermischen und dann werde ich das Körperpeeling auf meine Haut auftragen und zeige euch den Effekt danach. So, und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann muss die Konsistenz so ausschauen. Das trage ich jetzt auf meine Handfläche auf und massiere es schön ein. Ihr könnt, wie gesagt, das Peeling am ganzen Körper nutzen. So, das lassen wir jetzt ein paar Minütchen einwirken und spülen es dann im Anschluss mit Wasser aus. So, das Peeling ist fertig. Ich habe es jetzt mit Wasser abgespült, habe es ca. 5 Minuten einwirken lassen. Und ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Meine Haut fühlt sich total weich an und auch die Hautschüppchen sind weg. Ja, kann ich euch echt nur empfehlen. Probiert es doch selber mal aus. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Peeling fandet. Und ob euch das Video auch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein paar Likes da. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!